Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, willkommen zur mittlerweile, mein Büro hat recherchiert, zur mittlerweile 26. Ausgabe des Gipfeltreffens. Wer hätte das gedacht, dass 26 Folgen? Ich nicht. Ja. Ich hätte gedacht, spätestens nach der 24. ist Schluss. Aber nein, man hat uns mit Fragen bombardiert, so zum Beispiel auch mit jener. Hallo, mein Name ist Tim Melzer und ich habe folgende Frage an die drei von der Witzetankstelle. Und zwar, wenn der Boris Johnson, also sprich der Premierminister von England, zu seiner legendären Corona-Bottle-Party einlädt, A, oder wie man es besser formuliert, Business-Meetings, A, darf man dieser Einladung folgen und B, was bringt man mit? Also ich wäre nicht gegangen. Ich hätte gesagt, what do you think who you are? Also what I think where you are? Ich würde sagen, why do you think you can drink? Also ich weiß es nicht. Ich hätte ihm in die Hoden getreten und hätte gesagt, darauf ein Eierlikör. Aber was hast du ihn gefragt? What you, was heißt das auf Deutsch? Ja, was glaubst du, wer du bist? Ach so. Verstehe. Wärst du hingegangen? Der hat 5 blonde Haare und die sehen immer aus, als hätte ihm von hinten einer so einen Backstein an den Schädel geschlagen. Es geht immer vorne schräg so weg. Und ich persönlich halte den für den letzten großen Psychopathen. Habt ihr schon mal Wallace und Gromit gesehen? Kennt ihr das? Ich finde, er sieht aus wie so eine Aardman-Knetfigur. Also wie aus diesem Studio, nur als Mensch. Und ich hätte Boris Johnson, ich hätte da ein Bild von gesehen. Man soll die Menschen ja nicht aburteilen aufgrund ihrer Optik. Und hätte gleich gesagt, das ist kein seriöses Projekt. Das ist ein Hi-O-Pi. Aber sie ist ja auch jetzt. Er sieht immer so aus, als hätte er leicht einen sitzen. Also ich glaube, dass er morgens schon so aussieht und ganz verwirrt losrennt und erstmal ein Kind umrennt. Aber der hat mit 30 Leuten hat er seinen Geburtstag gefeiert. War das im Lockdown oder war das in seiner persönlichen Quarantäne? Nee, war im Lockdown, ne? Das war im Haus. Dass er überhaupt 30 Leute zusammenkriegt, die mit ihm Geburtstag feiern, das ist eben das Lockdown hin oder her. Und dass keiner ein Foto macht, hat mich gewundert. Da musste es doch Fotos geben. Mussten die alles abgeben vorher? Ja, das weiß man nicht. Ich meine, die müssen ja auch, dann machst du Topf schlagen. Dann sind überall Ballons. Da war wahrscheinlich gar keine Zeit für. Ja. Aber mich überrascht das. Also keines eurer Argumente ist für mich schlüssig. Bloß weil einer Psychopath ist, heißt es auch nicht, dass ich auf seine Party nicht hingehe. Also gerade deshalb. Oder? Du wärst hingegangen. Und was hättest du mitgebracht? Na irgendwas, was es in England halt nicht gibt. Alles. Im Moment hättest du mitbringen können, was du willst. Scheiß drauf. Ein Liter Benzin, wenn wir jetzt da pennen können. Nein, ich meine eben sowas, was einen guten Whisky oder einen guten Gin, was die... Gutes Essen. Gutes Essen. Man kann ja in England sehr gut schlecht essen gehen. Ja. Mit Getränken ist es ähnlich. Also ich wäre gegangen. Und natürlich, was wäre euer Lieblingsgetränk, wenn ihr gegangen wäret? Was wäre euer Lieblingsgetränk gewesen? In England? Nein, hier. Ist er, hast, ach so, ein hast, Gin Tonic. Gin Tonic? Ja, auf jeden Fall ein Gin Tonic. So wie hier ein Rotwein. Ja. Ich hab ja lange Rotweinschorle getrunken, allerdings mit Cola. Ja. Also Cola und kalte Rotwein. Muschi. So haben wir das genannt. Also runtergekühlte Vagina. Ja, so ähnlich kenne ich es auch. Also wenn ich Joris Bonson... Ich habe auch große Probleme mit. John Bonjo, Boris Johnson. Ja. Ja, David Lee und Claudia Roth. Ja. Komm, lass. Vielleicht hätte ich auch keinen Alkohol mitgebracht. Ich glaube, worüber sich viele immer freuen, ist ein Stollen zum Beispiel. Soll ich da einen Satz zu sagen? Oder Chris, meinst du jetzt einen Stollen? Also, dass man sagt, oder meinst du... Dort, wo die Rosine rein muss. Jetzt ach, nicht. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Also so ein Travestie-Weihnachtsbrot. Die Scheiße. Ich rede hier vom Original Dresdner Christstollen. Ja, genau. Bitumen... Eine zusammengeschmolzene Nunana-Filiale, das wird verbacken und in so einem Hundesarg ausgeliefert von deinem Steuerberater. Die Scheiße. Ich denke, Boris hätte sich gefreut. Karma Sutra. Kennt man ja. Aber hat jetzt Karma Sutra was mit Karma zu tun? Hat das Karma... Es wird ja anders geschrieben, oder?
Ja, also Karma wird ohne Sutra geschrieben, ja. Und also das Karma ist ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, wovon ich wie immer ausgehe, das ist ja quasi eine Sammlung von Seelenpunkten, die man erhält für das Wandeln hier auf Erden, für Taten, Gedanken, Gefühle, die werden akkumuliert und je mehr Seelenpunkte man gesammelt hat, desto eher wird man dann in puncto Reinkarnation dem Nirvana zugestellt. Also es ist quasi so, dass man sich ganz hoch lebt und beim Kamasutra ist es, glaube ich, eher so, dass man sich hoch vögelt. Das kennt ihr aus dem Showgeschäft, oder? Naja, da ist es ja auch gängige Praxis. Ich sage nur Jörg Pilawa oder wie die alle heißen. Mhm. Das ist ja ganz oft, dass da das, also ohne Namen zu nennen, dass da eine Stufe erreicht. Entschuldigt. Die Nebenhüllen im Sauerland. Ja. Ja. Ja, man weiß es nicht. Ich dachte, Kamasutra lange, das wäre so ein Auto. Die haben mir den Kamasutra gekauft, dann eine 6-Liter-Maschine und dann fährst du mit dem. Und mitten während der Fahrt will das Auto dann bumsen. Der Sitz geht so zurück, alle tot. Könnte ja sein. Nee, aber ich finde es tatsächlich, Kamasutra, das ist ja dieses, ich habe es mal auf TikTok gesehen, ne? Schnickschnack-Gedöns. Das ist eine indische Bumsformel, also so eine... Die indische, warum heißt es nicht indische Bumsformel? Ich finde Kamasutra... Das ist so achtsames Vögeln, also dass man... Dabei ist auch. Ja, ohne Hintergedanken. Ich glaube, es ist auch ohne Hände. Also es ist komplett bloß mit Körper. Ich finde es schön, wie angenehm unpubertär wir mit dem Thema umgehen. Ja. Verstehst du? Ja. Ah, jetzt bin ich... Ich. Aber Kamasutra, also nochmal. Ist Kamasutra ist doch dieses, ist doch Sex als Leistungsschau, oder nicht? Also, dass man quasi, da gibt es dann zig verschiedene Hebefiguren, zweistündiger Orgasmus und alles auf gechillt, ja, genau. Und viel mit Öl, oder genau. Nicht? 4 Stunden einfach nur drin bleiben. Ohne Reibung. Und das musst du aber halten. Das geht nur also im Kopf. Ja. Moin. Meine Frage. Sollte man als Fußgänger jetzt auch Helme tragen? Jo. Weil? Ich dachte auch, da kommt noch was, aber... Nein, es war alles, was ein Satz enthalten muss. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja, Die Helmpflicht bei Motorrädern, vielleicht, ob man bei Fußgängern auch die Helmpflicht, weil Helme, ich meine, es kann immer was passieren. Du gehst raus, wirst vom Bus überfahren. Ja, es Punkt. Ist aber, es sei denn, und der du Kopf merkst, du bleibt hast als den, einziges übrig. Nee, da. Es, ja. Du, es sei denn, du merkst, du hast den Helm vergessen, gehst zurück und in der Zeit fährt der Bus vorbei. Oder dann hätte der Helm dich gerettet. Der Bus fährt in deine Wohnung rein, während du gerade den Helm holst, den du vergessen hattest. Ja. Das wäre aber ärgerlich. Ich finde, Helmpflicht auf allem, was schneller fährt als 25 km/h. Glaube ich, ja. Gibt es eine Helmpflicht? Dort ist Helm verpflichtet. Ich glaube, im Krieg wird es zumindest auch empfohlen. Kommt drauf an. Ja. Also auf den Krieg. Ja. Kommt es. Klonkriege haben alle Helme getragen. Bei, es gibt ja durchaus auch Kriege wie der Krieg der Knöpfe. Kennt ihr das mal gesehen? Da wurden keine getragen. Das waren kleine Buben mit Flitschen. Also ich glaube, es steht jedem frei, als Fußgänger einen Helm zu tragen und auch wo. Man kann den Helm ja auch im Beutel tragen. Das sieht nicht so scheiße aus. Ja. Wer das Sicherheitsbedürfnis in sich spürt, soll sich einen Helm aufsetzen. Als meine Tochter noch ein kleines Mädchen war, da wollte sie unbedingt einen Sternenhimmel an ihrer Zimmerdecke haben. Leider hat sie mich dann auch gefragt, wie diese Sterne heißen. Und ich wusste fast gar nichts. Deswegen meine Frage an euch.
Kennt ihr euch mit Sternbildern aus? Also, ja. Also ich denke mal, die, wie sagt man so schön, die Klassiker kennt ja irgendwie jeder. Also Sonne, Mond, viel mehr ist er nicht, sag ich mal. Hier Saturn, Hansa. Dann hast du den großen Wagen, den kleinen Wagen, den Mittelklasse, so ein. dann hast du den Andromeda-Nebel. Mhm. Das sind dann auch alle. Der Rest ist ja so Gelumpe. Das ist ja so Nebensterngedöns. Klumpiges Gewölk. Ja, Geschnetz, einfach. Also genau. Klatschiges Sternengewölk. Ja, einfach so Murmelgewichs quasi, Leuchtschroneck. Für mich war das immer so Malen nach Zahlen, aber ohne Zahlen. Mhm. Also Malen nach Punkten. Wer legt es fest? Ist es für mich... Da Vinci hat da viel dran festgelegt, glaube ich, ne? War ja. Das, ne? Jürgen da Vinci, also nicht Leonardo, ja. Sondern sein Schwager. Und trotzdem so eine Wirkung, ja? Also dieses Sternzeichen, sage ich mal, astrologisch betrachtet, haben ja für verschiedene Bevölkerungsgruppen so eine verbindende Funktion. Ja, also zum Beispiel die Ostdeutschen stehen ja, sag ich mal, im Sternbild Banane. So. Oder standen lange Zeit. Und aber ihr habt doch die gleichen Sterne gesehen wie wir, oder nicht? Hm. Oder gab es auch eine Mauer? Das ist eine gute Frage. Wir sehen überall dieselben Sterne. Ist ein Lied von Element of Crime. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, wenn du eine Banane siehst im Himmel. Nee, das ist wirklich, aber sehr interessant. Haben wir die gleichen? Gut, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Jetzt sind ja völlig neue Sterne. Das stimmt. Das Licht, das wir von den Sternen sehen, ist ja schon alt wie Scheiße. Ja. Muss man sich ja mal überlegen. Also wenn du jetzt dir einen Stern anguckst und du denkst, hui, der strahlt aber schön, das war vorletzten Mittwoch. Ich weiß nicht genau. Oder vor einer Million Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Bei früher. Hm. Das. Also auch deutlich früher oft. Na, das ist ein Ding. Ich finde es ja aber schon erschreckend, dass, sag ich mal, dass der Kosmos ja auch zunehmend kommerziell ausgebeutet wird. Ja? Also jetzt, ich meine jetzt nicht nur diesen Weltraumtourismus, dass da irgendwelche Schranzen hochgeballert werden, sondern dass es ja auch Agenturen gibt, die quasi den Kosmos anteils eigentlich veräußern. Also du kannst da jetzt schon irgendwie sowas erwerben. Genau. Kein Quatsch. Ja, ich weiß. Ich glaube, Mercedes ist der erste Konzern, der ein eigenes Sternzeichen hat. Ich stell dir mal vor, das ist andersrum. Und es gibt belebte Planeten. Und die haben das gleiche Konzept. Und haben die Erde jetzt 15 Mal vertickt. Verstehst du? Ja, das heißt dann Lelek. Das haben wir dem Lelek geschenkt zum 15. Geburtstag. Und dann kommt er irgendwann auch wieder, weißt du, wie Thanos. Und sagt, so wird kostet das hier kalt. Und dann sind wir alle am Arsch. Das ist exakt das gleiche Problem. Wo wir kein, sind wir ein Stern oder ein Planet? Die Erde? Hm? Wir leben in einem Sternensystem. Das ist der blaue Planet. Der blaue Planet, yes. Ja. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Klasse, ja. Johann, richtig gut. Danke, danke. Aber auch mit dem Weltraumschrott. Ne? Es gibt so viel Weltraumschrott. Ich denke mir auch, irgendeiner sagt, boah, was ist das für ein Schrott hier, der hier rumfliegt? Ja. Ja, ist von der Erde. Jupiter ist für mich zum Beispiel Weltraumschrott. Mhm. Ich habe mich schon oft gefragt, wenn Schnecken so langsam sind, warum siehst du dann nie, wie sie auf dich zukommen? Sie sind einfach da. Sie ploppen auf wie aus dem Nichts. Wie erklärt ihr euch dieses Phänomen? Wir Schnecken, also wenn du sowas im Garten hast, mal so, und du gehst dann im Sommer durch, das ist, als würdest du auf eine kalte Bockwurst treten. Schön ist das nicht. Die gehen auch nicht kaputt, also im Stiefel ja, nackter Fuß nicht. Ist super ekelhaft. Habt ihr das früher auch gespielt, so eine Badewanne voll mit Nacktschnecken, dann musste einer rein und durfte keine Erektion kriegen? Ja, ich dachte, ich bin der Einzige, der das spielt. Danke, Jörg. Aber dieses Gefühl, könnt ihr euch daran erinnern? Als wäre man von so einem Muskel umgeben. Als wäre man in einem Darm. Also, als würde man verdaut werden. Habt ihr das nicht gespielt?
Ich... Na. Oh. Das ist, das, glaube ich, das drittunglaublichste, was ich in meinem Leben gehört habe. Ja. Ich versuch's mir einfach nicht vorzustellen. Ich will überlegen, Umsatzsteuervoranmeldung, das rufe ich mir gerade ins Gedächtnis. Aber um zum Zentrum der Frage zurückzukehren, man muss ja sagen, die Langsamkeit der Schnecke ist ja relativ. Ja? Also... Ich möchte da nicht... Erst mal vor dir... So. Er ist schlaff. Rein. Und dann immer dieser Kontrollblick, nee. Und überall Nacktschnecken. Und dieses, oh, es fühlt sich verdaut an. Nee, hab ich. Oh. Ja, ich denke, jede weiterführende Auseinandersetzung mit der Frage ist überschattet. Ich kann mir vorstellen, dass wenigstens einer von euch schon mal homoerotische Erfahrungen gemacht hat, stimmt's? Was gemacht hat? Homoerotische Erfahrungen. Wir kommen jetzt gerade vom Regen in die Traufe. Nein, natürlich. Also ganz oft. Ne? Man liegt im Bett, dann sagt jemand, ja, hier Mund auf, Zunge raus. Und dann wurden so ganz kleine weiße Kügelchen unter die Zunge gelegt. Obwohl, das waren homöopathische Erfahrungen. Ich habe es doch nicht richtig verstanden. Ja. Homöopathische Erfahrung. Homoerotische Erfahrung ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, ja. Da sind die Kugeln viel größer. Ich habe das Gefühl, du ziehst das heute alles bis ins Lächerliche. Wir werden... Tut mir leid. Die Kugeln viel größer. Man muss es auch sagen wollen. Das respektiere ich so. Ich nicht. Also ich war bei der Bundeswehr, aber war nix. Viele glauben ja, homoerotische Erfahrungen, der G-Punkt des Mannes zum Beispiel, sagen viele, das ist was für Schwule. Aber natürlich, ne, kann es auch in heterogenen Beziehungen. Ne, man muss einfach offen sein für das Thema. Ja. Es gibt ja den schönen Schlager von Mickey Krause, Finger in Po Mexiko. Und da legt er ja schon den Finger in die Wunde des Missverständnisses. Also es hat ja mit Mexiko nichts zu tun. Ja. Oh. Kann ich bitte? Ist das wirklich eine Fernsehsendung hier? Es ist deine Fernsehsendung, Johann. Ja. Wir leben nur darin. Ja. Scheiße. Nee, ey. Hey, ich bin's, Max. Ich stehe hier am Alexanderplatz in Berlin und denke die ganze Zeit, Impfpflicht, 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 Impfpflicht. Umso öfter man sagt, umso stranger klingt's. Aber wenn es hilft, ist es ja perfekt. Meine Frage, zu was sollte man noch verpflichtet werden? Ja, ich hatte es in der Schule auch. Wie gesagt, ich bin ja auch durch den Pulunder geimpft worden, wie Vieh. Ja, das ist ja nicht mal gesagt worden, dass Impfen ist. Da hieß es nur in der Pause, kannst du mal kurz den Parker ausziehen? Warum? Zieh mal den Parker auf. Schlunzen! Mit so einer Pistole. Ja. Gegen alles. Mumps, Majoran, Neupolopokokken, abstehende Füße, Schweißohren, Fieber. Und dann hast du, kamst du nach Hause, so, auf so einen Quadratmeter. Das ist so eine Multi, gegen alles.
auch wo man gesagt hat, gibt's nicht die Krankheit, aber besser, du hast den Stoff schon mal. Und wir sind so als Kinder so durchgeimpft worden. Da konntest du anschließend in der Schule sagen, ja, heute war Impftag in der Schule. Genau. Und wenn man dann jemanden ärgern wollte, dann hat man dem so draufgehauen und haben die immer gesagt, nicht auf meine Impfe. Ja. Und die Impfe ist ja, die hindert heute noch meine Bizeps am Ausbreiten. Also das ist das Gefühl, dass irgendwas da immer noch verkrustet ist. Deshalb ja, bin ich auch gegen die Impfpflicht. Ich bin auch gegen die Impfpflicht. Aber er fragt ja auch... Er fragte, was sollte man noch verpflichtend machen? Aber Impfpflicht für mich, also Impfpflicht, das klingt für mich ja auch so nach Impfpflicht. Also ich würde... Ich habe immer lange verstanden, die meinten Impfpflicht. Ja, ich würde... Also dass die quasi sagen, pass mal auf, gib mal die Lampe, da. Aber es heißt nicht Impfpflicht, ja, es ist eine Impfpflicht. Aber ein Impfpflicht wäre ja, wenn du sagst, ja, ob du geimpft bist oder nicht, sagt mir gleich dein Licht. Du fasst irgendwo drauf und dann ist rot, gelb oder grün. Das rührt daher, Impfpflicht ist eines der wenigen Worte mit zweimal Pf. Genau, und das heißt, lässt du ein Pf weg, genau. Dann hast du das Impfpflicht. Ich glaube, es gibt kein zweites Wort mit Doppel-PF, doch. Oder? Sag ich das? Zwei. Die Masken. Das stimmt. Ja. Zwei. Und Physik, Frau Professor. Wenn ich Sonder, wenn ich die in der Apotheke kaufe, immer derartig viel Flüssigkeit. Ab zwei, das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Da müssen Sie sich was überlegen. Machen einfach Punkte zwischen die Buchstaben. Ja. Aber F.P, da ist ja noch mehr P. Wenn du F.F.2. Maske. PP, wie heißt das? FPPP? 2. FPPP2.1. Ja. Ich finde, man sollte verpflichtet werden, dass man Sachen, die der Staat sich ausdenkt, dass man die freiwillig macht. Steuern bin ich dabei. Also eine freiwillige Selbstverpflichtung. Finde ich auch gut. Ja, die Verpflichtung, die Dinge freiwillig zu tun, ist ein sehr guter Ansatz. Das finde ich sehr gut. Ja. Ja. Wie hieß das, dieser Begriff? Genau, eine verbindliche Fakultativität. Und was natürlich, Woody Allen, er hat es ja damals schon gefordert, die Unterwäsche ist täglich zu wechseln. Und damit man das besser überprüfen kann, wird die Unterwäsche drüber getragen. Das hat Woody Allen gesagt? Im Film. Okay. Habe ich auf Videobeweis. Das Superman ist der Einzige, der das macht, tatsächlich. Wenn du darüber nachdenkst. Superman. Ja? Hat ja immer diese rote Unterhose über dem blauen Anzug. Ich weiß nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Und der hat den ja immer drunter. Der ist ja Reporter. Verstehst du? Superman ist Reporter. Und immer, wenn irgendwas ist, Lex Luthor, reißt er sich das Hemd auf. Der hat die ganze Scheiße drunter. Wie lange schon? Der hat ja nicht fünf von den Anzügen. Wie lange? Kann man so einen blauen Anzug mit einer roten Unterhose unter seinem Straßenanzug tragen? Ich meine, dann muss er doch auch fliegen, damit das über den Fahrtwind ein bisschen... die muss ja hart wie Arbeitsplatte sein, diese verstehst du? Seit den 40er Jahren fliegt er in dem einen... Das ist absolutes Spezialmaterial, das ist Weltraumwolle. Die ist atmend und atmungsdestruktiv gleichzeitig. Das glaube ich aber wohl auch. Ja, Corona, Klimaerwärmung, Flüchtlingsproblematik. Das ist alles richtig. Aber wieso passiert mir das immer wieder, dass wenn ich auf dem Wochenmarkt Matjessalat in diesen kleinen, viereckigen, durchsichtigen Plastikdöschen kaufe und diese Dose wird dann noch in eine Plastiktragetasche getan. Wenn ich dann zu Hause ankomme, ist diese kleine Matjes-Dose aufgeplatzt und die ganze Tüte ist innen vollkommen verschmiert und die Hälfte ausgelaufen. Was kann man dagegen tun? Was muss ich ändern? Aber es wird Klimakrise, Flüchtlingskrise, alles richtig? Aber ihm platzt die scheiß Matjes-Dose auf. Das ist die Frage, die er wirklich sich erdreistet zu stellen. Ja. Während irgendwo Leute erfrieren
Und unsere Blagen? Ja, unsere Blagen nicht. Scheiß drauf. Aber die Blagen unserer Blagen, derer Blagen, werden diesen Planeten als Ödland übernehmen. Und er will wissen, warum sein Matjes, wer frisst sowas überhaupt? Verstehst du? Solange Matjes sieht ja noch aus wie, ich finde, man kann Fisch nur essen, so vierkant rochen, wenn er durchpaniert ist. Matratzenfisch. Was sind das überhaupt für Leute? Wer ist er überhaupt? Stell dir vor, die Klimakrise greift, alles kommt zum Erliegen, alle Ökokreisläufe liegen brach, nur der Matjes überlebt. Dann müsste man sich dieser Frage spätestens dann stellen. Lass es uns jetzt schon tun. Ich finde das wichtig, dass man manchmal eben auch vorgreift, selbst wenn das jetzt noch nicht so relevant ist. Ja, ich esse das ja ganz gerne. Matjes, yes, yes, yes. Nee, das war was völlig anderes. Nein, das, was du meinst, war schon gut, ja. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Genau, richtig. Das ist Matjes. Guck mal, Punika. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Wenn du so ein Matjes unterm Scheibenwischer hast, also wenn der irgendwie so, wenn der so drunter klemmt und du kriegst den Scheibenwischer nicht aus, du kannst sprühen, wie du willst, die Scheibe bleibt schmutzig, weil die sind so vollgezogen mit diesem Matjes-Öl. Das ist ein Riesenärger immer. Ja, ich hatte mal an meinem SUV, hatte ich mal einen Dorsch. Hm? Eine Sauerei. Ja. Natürlich denkst du dir, komm, ich mach mir so einen größeren Speisefisch. Ich hatte mal einen Stör im Kofferraum. Wissen Sie, wie das stört? Ja. Der Humor finde ich immer wichtig. Zwischendurch Humor. So. Was tun bei Matjes Problem? Das soll er vernünftig tragen, was weiß ich. Ey. Eigentlich macht man den Matjes ja zwischen zwei Brötchenhälften. So kenne ich das, weil das Brötchen die auslaufende Flüssigkeit absorbiert. Das ist der Zweck, sonst könnte man den Fisch ja gleich so essen. Und das Brötchen ist ja quasi wie ein Griff. Ein Verzehrgriff. Ich denke, damit hilfst du ihm, wenn du das denke ich auch. Ihm das sagst. Ne? Er soll die Plastiktüten weglassen. Die Plastiktüte und das Drumherum, das Plastik. Er soll sich selber was mitnehmen, genau. Von zu Hause. Ja. Er hat doch bestimmt, pack dir Semmeln ein, eine Frau, die das tragen kann. Ja. Das kann man ja rausschneiden. Ja. Es ist... Ich weiß auch nicht, was los ist. Hast du nicht eine Geschichte mit einer Badewanne voller Matjes? Ja. Oder so? Bevor es entgleitet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind wir leider an dem Punkt, uns verabschieden zu müssen. Es war uns eine Freude, Ihnen gedanklich dienen zu dürfen. Und wir würden uns freuen, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin verabschiedet sich das Gipfeltreffen. Johann König und Thorsten Sträter.